Ja, hi, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. In der letzten Folge haben wir die Welt von Peter Pan, Nimmerland, betreten. Ich habe offscreen wieder trainiert. Level 37 lernen wir wieder was Neues. Yay. Ich habe ja mein Trainingsdeck wieder ausgerüstet, das tue ich mal ändern. Welches aus 90% nur aus Blitz besteht. Aber natürlich sind auch hier Gegner, die Blitz absorbieren. Das heißt, ich muss immer so einen blöden Raum hier generieren. Oh, warte mal. Was ich auch bekommen habe. Haha. So eine. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist das Teil? Das ist so der Schatzraum, oder? Weiß nicht. Das heißt, ich musste offscreen immer hier diese schwarze Karte einsetzen, wo einfach nur ein schwarzes Bild ist. Weil diese sorgt dafür, dass nur normale Herzlose auftauchen. Aber dafür in Mengen. Und da kann man immer schön Blitz spammen. Was sehr gut zum Trainieren ist. Ja, genau hier. Bin, glaube ich, kurz vom Level ab, aber lass mal das. Wie? Da lang? Nee. Da. Oder? Ja. Oder? Ich glaube, irgendwo habe ich noch einen etwas gefährlicheren Raum gespawnt. Warte, ja, genau hier. Verdammt. Wo geht's hier lang? Ist egal. Null, kein Problem. Das hier. Den habe ich hier gespawnt, weil ich auch ein paar Gegner hier bekämpfen wollte. Aber da hier Blitzviecher sind, kann ich mit dem nichts anfangen, mit dem Raum. Ein Dreck. Warum tue ich keinen Schatz drum rein? Das regenerieren, Mann. Generieren. Alter. Damit. So, gehen wir einfach weiter. Was ist hier? Hier überall falsch rum. Schon mal sehr schön. So, Schatz. Wo Schatz? Ich will diesen Schatzraum endlich mal öffnen. Also nicht, ob da irgendwelche sehr guten Sachen sind, die ich brauchen könnte. Vielleicht ein paar einzigartigen Karten und so, aber ja, auf jeden Fall irgendwas Anständiges drin. Würde ich schon mal gern öffnen. Ja, Aero bekommt jetzt einen offenen Band. Wer? Bin immer voll schwach auch noch. So, hier geht's weiter eigentlich. Neun. Das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass ich irgendwann in so einem blöden, wo so einem blöden Raum stehe, den ich öffnen kann, weil mir irgendeine bestimmte Karte fehlt. Wäre so ein kleiner Albtraum für mich. Okay, weiter mit der Story. So viel kommt eigentlich gar nicht mehr von dem Spiel, oder? Da ist sie ja. Peter? Peter Pan? Wendy, geht's dir gut? Ich bin mit meinen drei neuen Helfern gekommen, um dich zu retten. Nur das runter von diesen undichten Wannen und rein ins Abenteuer. Wir werden niemals erwachsen. Du, Peter, ich muss dir was sagen. Ich möchte zurück nach London. Was redest du denn da? Wenn du in Nimmerland bleibst, bleibst du ewig Kind und jeder Tag ist ein Abenteuer. Aber gehst du zurück nach London, wirst du aufhören, ein Kind zu sein. Du wirst erwachsen und wir werden uns nie wiedersehen. Ich weiß, Peter, aber ich möchte nach Hause. Ich habe dich gerettet und dir ist jetzt egal, ob du mich je wiedersehen wirst? Nein, du verstehst nicht. Wie du meinst. Ach, und retten kannst du dich meinetwegen auch selbst. Ich verschwinde. Hey, warte doch mal. Weg ist er. Peter. Das war aber ungestüm. Was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Überlegen wir uns doch, was wir tun, wenn wir an Deck sind. Es ist zwar keine Idee, aber du hast nicht Unrecht. Draußen wartet noch eine Menge Ärger. Wendy, du bleibst hier. Wir werden versuchen, so ein sehr ein wenig abzulenken. Okay, seid vorsichtig.
Vielleicht ändert Peter seine Meinung und kommt zurück. Also warte besser hier. Goofy und seine Worte der Weisheit. Gut, ich möchte mal diesen Schatzraum finden, wenn es geht. Danke. So, jetzt mal gucken. Wo? Ische lange musste. Was er meinst du, weißt irgendwie, wie die Karte funktioniert? Und was trotzdem nicht, wo es lange? Hier gibt es nur einen Weg. Nein! Du! Wie kannst du? Ja, mein normalen Deck hat sich jetzt nichts geändert, übrigens. Ich mache Level ab jetzt. Ja, das hasse ich übrigens, wenn die machen. Weil wenn ich Donner einsetze, wenn die untertauchen, während ich Donner einsetze, dann treffe ich die nicht. Das ist so nervig gemacht. So, ja, damit. Tornado. Wir gegen einen weiten Radius weg und flitze und betäube sie so. In Gravitas und Genie. Das sind Sachen, die ich nicht habe. Erstmal dafür den kaputt hauen. Aber das sind Mokri-Punkte. Aber egal. Sind allmächtige Dunkelheit. Ich eigentlich irre. Warum habe ich den Raum? Warum habe ich den Raum gespawnt? Bin ich eigentlich vollkommen irre? So, da war aber noch ein Weg. Da müssen wir da hin, ne? So, geht mir aus dem Weg. Truhe, wenn es geht. Ausgezeichnet. Weil wir tun überhaupt nichts hier, um die Herzen irgendwie aus der Welt zu treiben, sondern gehen jetzt einfach nur aus dem Weg. Voll die Helden hier. Avitas, ich krieg so viel Magie. Hab denn so tun sie immer Magie dann, oder? Kann mich aber natürlich auch irren. Ja, ist zu klein, als verhauen. Verhauen? Was? So. Das ist erstmal eine Schatzfrohnkarten weg, danke. So. So, da ist der Schatzraum, sehr gut. Nee, da ist nichts Geiles drin. Ey. Wie zum Beispiel Ultima oder so. Ich meine nicht das Schwert, ich meine den Zauber. Ich mache einfach Ultima und alles ist weg auf dem Bildschirm. Ah, holen Sie da mal einer an hier. Warum den nur eine der Schütze echt ist, okay. So, dann zeig mal. Ich glaube, ich kann auch keine einzige von diesen Karten bekommen, wenn ich eine im Gepäck habe. Das heißt, ich muss sie auch loswerden. Also wir doch nicht kaputt machen kann. Okay. Was haben wir gewonnen? Zeig mal er. So erlernt Blitzwurf. Das kann ich sogar ausführen. Ausgezeichnet, danke. Ich habe ja Blitz, also kann ich das locker einsetzen. So. Bin ich aber immer noch nicht da, wo ich hingehen muss. Ach man, wo schon wieder durch diesen Höllenraum gehen. Wenn man treffen die mich ja noch, oder? Ich treffe mich doch jetzt bestimmt. Weg, geht weg, geht weg. Ich glaube, da ist richtig. War schon. Ja, ist richtig.
So, dann gehen wir mal. Ja, schon offen. Was? Da ist der falsche Raum. Da ist der Speicherpunkt. Gehen wir da mal erstmal hin. Und speichern unseren noch nicht vorhandenen Fortschritt. Level 36 sind wir schon. Weiß nicht, ob man zu dem Zeitpunkt schon auf dieses Level sein sollte. Weil das Level macht ja hier null Unterschied, außer hat man mehr Karten und mehr HP haben kann. Ich glaube, ich bin auch nur auf HP gegangen. Ich glaube, 2 oder 3 Mal. Weil langsam wird doch... Ich glaube, die Gegner teilen schon ganz schön viel aus. Und 1 nur, willst du mich... So einige Karten hier loswerden. Öffne dich, Simsalabim. So, wenn wir jetzt den Boss hier noch kriegen, dann haben wir die Welt auch geschafft. Auch wieder in 2 Parts. Captain Hook, genau. Ich denke die ganze Zeit nach, was ist denn nochmal der Endgegner hier? Wohl, das ist ein bisschen offensichtlich. Hook. Oh, das hätten wir geschafft. Mhm. Da seid ihr, ihr Feuchtchen. Was fällt euch ein, euch auf Captain Hooks Schiff zu schleichen? Ihr seid doch bestimmt Freunde von Peter Pan, habe ich recht? Seht wer das? Sah er vorhin aber nicht so. Ja, er war im Nu weg. Er hat sogar Wendy im Stich gelassen. Ich bin noch nicht fertig. Ihr wagt es mich zu ignorieren und euch gegen mich zu verschwören? Ungezogene Gören, ihr steckt doch mit Peter Pan unter eine Decke. Wenn du das sagst, wie dem auch sei, du lässt uns jetzt von Bord gehen. Wendy kommt mit uns. Meint ihr das, ihr Taugenichtse? Ich bin euch einen Schritt voraus. Ey. Wendy. Ne, Ärger macht, landet Wendy bei den Haien. Du Lump! Glaub mir, anders wär's mir lieber. Ich brauche Wendy noch als Köder für diesen Peter Pan. Da muss ich den Köder ja bloß noch schnappen. Peter! Da bin ich, Hook. Hast du mich vermisst? Unverschämter Bengel, heute büßt du dafür, dass du mir meine Hand genommen hast. Oh, oh. Ah, oh, oh, oh. Du hast mich das letzte Mal zu lang gehalten, Pan. Ich spieß dich auf. Warum gehst du denn auf uns los? Okay. Na komm her. Huck, huck, huck. Wieder auch einen neuen Film jetzt, ne? Ne, Quatsch. Peter. Nicht Hook. Der Hook war dieser alte Film von Robbie Williams. Robin Williams, mein Gott. Okay, komm her. Du. Du hookiger Typ. Boah, ist das Schiff am Schaukeln, damit man ja echt sehen kann. Oh, Peter Pan. Peter Pan! Hauptsache. Hey! Boah. Hauptsache, den konnte ich hier verballern. Ich denke nicht. Doch, Mann, echt. Ich will gar nicht heilen. Oh, schon wieder? Ist nicht so, als würde mir halt irgendwie was machen, aber okay. Würde ich einfach mit Magie abknallen. Irgendwie ist das der sicherste. Ist mich überhaupt schon getroffen, Kollege? Wurf. 2-3 Combo. Die Disney-Bosse sind so einfach, ne? Aber. Aber die Typen im Schloss, die haben es in sich. Bis gegen Dings nicht anfällig oder was? Du Pisser, komm gefälligst her. Aber ich habe immer noch eins. Oh mein Gott, der hat mich mal getroffen. Mach euch dann Tonnenschuss, der ist irgendwie voll einfach.
Na, komm mal her. Wurf. Wurf. Ich sollte echt mehr Magie benutzen. Hey, auf mal deine Nullen. Alles Nullen, sehe ich gerade. Ja, super. So. Hallo. Dann muss ich warten, bis er ja aufstockt oder was? Komm mal her. Ah, nochmal Peter Pan. Einfach. Oh, jetzt kommt er wieder hier mit. Ist er chillig. Oh Mann. Oh Mann. Kannst du es wagen, meine... Oh nein, das sieht übel aus. Oh, der ist einfach als Boss. Von denen ich halbwegs auf die Fresse bekommen im ersten Teil. Zu nachladen? Nein, okay. Brauche ich trotzdem kaputt. Irgendjemand schreit hier wahrscheinlich schon die ganze Zeit, warum ich hier keine Dings reinsetze. Nein! Boah, das wollte ich doch gar nicht machen. Warum hat es denn schon drei? Cloud, mach irgendwas. Mann. Mach mehr Clouds. Mach mehr Wolken. So. Uff. Verdammt. Nein, das gibt's jetzt nicht. Oh. Wenn immer tausche ich dich dann kaputt. Wer ist denn mit? Oh, macht er wieder so blöd. Homo. Wer ist denn mit? Feuer. Auf. Ausgezeichnete. Und da war es das mit Hook. Guck, guck. Und da haben wir ihn als Karte. Hook. Warum muss er so bescheuert grinsen? Danke, Peter. Wir schulden dir was. Nun, zuerst wollte ich euch das Ganze hier alleine belassen, aber ich konnte nicht tatenlos zusehen, als alles außer Kontrolle geriet. Allerdings habe ich euch wohl unterschätzt. Ihr habt euch wacker geschlagen. Du, Wendy, wegen London. Bist du sicher, dass du es dir nicht anders überlegst? Peter, tut mir leid, ich möchte wirklich nach Hause. Das habe ich befürchtet. Jeder wird erwachsen. Und Erwachsene vergessen alles. Erst vergisst du, wie es ist, ein Kind zu sein. Und danach wirst du mich vergessen. Ich kann dir so etwas sagen, Peter. Ich werde dich niemals vergessen. Natürlich. Das denkst du jetzt. Aber wenn du dann an mich denken willst, verblassen die Erinnerungen. Bilder. Shine of Memories. Wie komme ich auf Erinnerungen? Du hast es vergessen, eine Erinnerung nach der anderen. Und du bist erstmal erwachsen, bleibt kein einziger mehr übrig. Sag das nicht! Erinnerungen, sogar wichtige, kommen nicht zu uns zurück, wenn wir es uns wünschen. Funktionieren nicht genauso die Karten? Am Anfang hat er gesagt, wir müssen uns die Karten zurückwünschen. Also, okay, egal. Das heißt nun aber nicht, dass die Erinnerungen verloren sind. Es ist eher so, als ob sie schlafen. Kommt der richtige Auslöser, erwachen die Erinnerung und wir erinnern uns wieder. Die Erinnerungen tief in unseren Herzen verlassen uns nie, dessen bin ich mir sicher. Das stimmt, Peter. Nee, was? Das ist schon komisch, alle, die Nimmerland verlassen, vergessen mich und ihre Abenteuer, ja? Bei euch aber habe ich irgendwie das Gefühl, dass es anders kommt. Okay, so, wenn du sagst, wir sehen uns wieder, dann glaube ich dir. Oh, Peter! Gehen wir, Wendy. London wartet.
Wiedersehen, Sora. Ich bin gespannt, wie du als Erwachsener aussehen wirst. Was ist los, Naseweiß? Ein Geschenk von Peter? Vielleicht ist er doch nicht so ein rücksichtsloser Typ. Oh! Was? Doch ein Geschenk von ihm. Das ist nicht witzig. Warum hat er einen Mugri? Na gut, dann. Nimmerland ist auf Nimmerwiedersehen erledigt. Oh. Oh. Und schon wieder. Ich krieg nur Aero. Das heißt, wir können wieder ins nächste Stockwerke. Nein, da waren noch Mugri-Punkte. Gehen. Und als einzige Karte bleibt jetzt noch Hollow Bastion übrig. Was danach kommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Doch, ich glaube schon. Hör, Spoiler, es kommt noch was danach. Okay. Shadow of Memory ist ja schon ein bisschen älter, also. Ja, ich mache jetzt jedenfalls hier einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.